Guten Tag, moin moin, herzlich willkommen liebe Leute, Let's Play hier Südhämmern zusammen mit Shelly, moin moin. Hallo. Auf den letzten Hopfenmetern. Ja, wir haben den Hopfen jetzt gleich komplett geerntet, das ist die letzte Bahn, die wir gerade fahren. Das passt ganz gut, der Pflug ist auch voll hinten dran, also das Feld ist auch gleich gepflügt, dann können wir schon wieder neu anpflanzen. Und wir haben heute auf jeden Fall wieder vor Terraforming. Ganz aktiv Terraforming zu betreiben. Ganz intensiv. Mit immerhin 53.000 Tacken. Kann man auch ein bisschen wieder was anfangen. Reicht aber wieder nicht. Aber immerhin ein bisschen. So, das Restgeld müssen wir schauen, was wir jetzt hier haben an Hopfen. Da werden wir nochmal 20.000 mit verdienen. Aber wir müssen natürlich auch bedenken, dass wir die Sämaschinen wieder auffüllen müssen, Dünger kaufen und so. Ich möchte dann nicht nochmal Gefahr laufen. Mal laufen, das hört sich nicht gut an. Dass ich nicht genug Geld habe, um nachher Saatgut oder irgendwas zu kaufen. Das wäre sehr ärgerlich. Oh, bist du denn wieder nüchtern? Wie viel sag ich betrunken? Ich hab gehört, du hast es hier Donnerstag richtig. Das ist Quatsch. Wir sind in einer Aufnahmesession, die Leute. Shelly versucht jetzt irgendwas Komisches sich auszudenken. Hey, komm, das hat's. Ja, du hattest Anfang der Woche bei mir übernachtet, oder? Weil du betrunken warst. Wo steht überhaupt dein Auto? Ich hab kein Auto. Du hast gar kein Auto? Nein. Du fährst immer Fahrrad? Wieso fährst du denn? Du hast einen Führerschein? Nein. Und wieso fährst du Trecker? Ja, das ist mein eigenes Gelände. Achso, und die Feuerwehr auch? Ja, die habe ich gepachtet. Achso. Also aufpassen, wenn Shelly eben auf der Straße unterwegs ist. Hier ist Gefahr im Verzug. Was? So, 16.000 Liter Hopfen haben wir hier noch. Obwohl, was echt cool wäre, tatsächlich in echt den Treckerführerschein zu machen. Das ist cool, oder? Weil nur wenn man einen normalen Führerschein hat, heißt das ja nicht, dass man einen Trecker fahren darf. Nee. Oder kann. Zumindest nicht die Großen. Einen kleinen Propling darf man fahren, oder? Mhm. Braucht man trotzdem die hier Klasse T oder wie heißt? Was ist, weiß ich nicht. Das wäre jetzt nur Mutmaßung, ich habe keine Ahnung. Weißt du auch nicht genau. Auf dem Feld darfst du eh fahren dann. Und nicht auf den Straßen. Ja, meistens ist es ja so, um zum Feld zu kommen. Aber kann jemand dir, was machst du denn? Musst du denn zum Feld fahren und dann kannst du schön das Feld ein Stück lang flügen. Zum Beispiel. Fährst du mir jetzt immer die Traktoren irgendwo hin? Nee. Aber du hast ja auch keine Klasse T hier. So alt bist du jetzt auch nicht, dass du so einen ganz alten Führerschein hast. Nee. Weil diese alten Führerscheine hier, die richtigen Lappen, die haben, den darfst du ja gefühlt alles, ne? Ja. Dann haben sie sich überlegt, nö, ist blöd, wir können doch lieber 20 verschiedene Führerscheine draus machen, können wir für jeden abkassieren. Von wegen, ach, Frauen können sowieso nicht mit Anhänger fahren und so. Ich würde mir dann hier umändern, dass man den Anhänger extra machen muss. Das frisch gepflügte Feld. Ich denke schon, dass wir mal irgendwas mit Stroh machen werden hier. Damit wir einfach mal wieder ein bisschen was anderes machen. Schön dreschen und danach Ballen pressen. Das ist echt merkwürdig. Jede zweite hat Kollision gefühlt. Mit Regen wäre mal ganz praktisch. Regen? Fahrzeuge mal. Oh, ich war gerade heute Auto waschen. Aber nicht im Spiel. Im Spiel ist noch alles drin. Ja,
Dafür habe ich auch kein Geld einfach. Hier habe ich kein Geld. Oh, warte, Spannung, wie weit kommen wir? Kriegen wir dieses Stück weg? Alles in die BGA stecken. Geld steckt in der BGA. Gehen wir einfach mal pauschal rüber. Bei mir steckt das Geld im Boden. Auch schön. Ja, das Geld müssen wir leider sparen hier. Und da wäre das Ganze dann auch immer schön ausgeben. Erhöht sich leider auch nicht unser Kreditrahmen und wir müssen jetzt auch noch Fahrzeuge reparieren. Also die 10.000, die wir jetzt gerade verdient haben, müssen wir auf jeden Fall behalten. Also werden wir auch diese Woche leider noch nicht fertig mit Terraform. Und jetzt haben wir natürlich wieder ein Geldnachschubproblem. Nichts zum Ernten, erstmal anpflanzen. So eine ganze Kohle hast. Welche ganze Kohle? Ich denke, du hast so viel vom Ernten da. Ja, 120.000 oder so war das vielleicht. Ja, das hast du alles schon ausgegeben. Klar. Das Millionenprojekt. Würde mich echt nochmal interessieren, wie viel Geld das genau war. Da müsste man eigentlich jede Folge angucken. Ja, nochmal zusammenrechnen, genau. Und gucken, wie viel. Ach, da dann noch und da dann noch. Ah, das kriegst du. Irgendwas verpasst du dann immer. Und da musst du schon sehr akribisch sein. Ja. Dann muss man mal einen neuen Spielstand machen, einfach nachspielen, so ungefähr. In einem Rutsch, man packt sich 5 Millionen aufs Konto und zieht einmal durch. Zack, fertig. Dann weiß man auch, wie viel das war. Teurer Spaß auf jeden Fall. Teurer als gedacht. Ich hätte natürlich auch gedacht, dass es eine 500.000 vielleicht kostet, aber doch nicht irgendwie, weiß ich nicht, 1,5 oder wie viel das nachher sind. Viel auf jeden Fall. Gut, dann brauchen wir jetzt die Seemaschine, wobei da steht da vorne ja schon dran, brauchen wir erstmal gar nicht austauschen. Aber voll machen sollten wir sie noch mit Dünger und Soja. Ne, wir wollten nicht Soja, wir wollten irgendwas Getreidemäßiges eigentlich anpflanzen. Also irgendwas mit Stroh war nicht. Was, aber jetzt zu gucken, was gut im Preis ist, wird sowieso relativ sein, was noch ziemlich lange hin ist. Roggen hat er auch gar nicht drauf hier, ne? Weizen, Gerste. Jetzt mal ein bisschen nach Mission. Ich glaube, wir machen Hafer. Ist nicht ganz so extrem zum Abfahren und bringt Stroh. Warum wollte ich mich, glaube ich, auch mit der sehen? Fehlt noch ein bisschen, müssen wir mal ein bisschen nacharbeiten. Wo ist denn der Flug? Da. Jetzt die große Seemaschine. Wer da noch nutzen? Ich hoffe, dass die auch Baumwolle kann. So, ist Baumwolle anpflanzen? Ja. Über die Mission. Seemaschine sollten wir vielleicht lieber doch mit dem Class Axion bestücken, weil der mehr Power hat. Und die Seemaschine den eigentlich schneller ziehen können müsste. Maschine schnappen. Die Lampe hier, die hatte ganz lange keine Kollision. Hm. Auf einmal hat sie jetzt, das macht ja keinen Sinn. Das ist nervig. Was machst du? Zweifelst du?
Lampe. Jo, so, dann lassen wir erstmal die Seemaschine fertig machen, also den nehmen wir jetzt weg. Ich glaube, die kann das gar nicht alles hopfen, kann die. Sehen. Aber Weizen, Gerste, Hafer. Ups, so ihr von Öl. Aus. Ich kann gar keine Baumwolle. Oh. Shit. Aber hopfen kann die, ne? Das ist ja auch. Dieses eine Mikrofeld und Hafer. So, hier machen wir Vorgewände. Dann müssen wir noch einmal den Rest selbst nacharbeiten. Jo. Da haben wir vorne noch ein Stück, was wir neu umflügen können. Dann brauchen wir noch eine Ladung Kalk für das neue Feld. Und dann ist es auch wirklich echt mal gut. Das nehmen wir bestimmt hier. Hallo ihr Lieben, meine Folge wird heute ein wenig kürzer sein, da ich einfach mal verpasst habe, auf Aufnahme zu drücken. Also richtig interessante Folge, solltet euch auf jeden Fall den Start beim Perfektion reinziehen. Was hast du denn? War richtig interessant, hier ist richtig was passiert. Geht so. Also. Na, hast du heute den Joker? Waren da los? Ach, wir waren heute. Deine komischen Tastenkombis, die du dir da eingerichtet hast, haben nicht funktioniert, oder? Weiß nicht. Keine Ahnung. Ja, nach geschlagenen 11 Minuten merkt Shelly, also ne, kurz vor Schluss, merkt Shelly, dass sie nicht aufnimmt, okay. Ja, also hier erstmal, also nicht wundern, Leute, wenn ihr merkt, hier ist irgendwie ein bisschen kurze Folge heute. Das liegt daran, dass du verplant warst. Ich irgendwie habe ich gedrückt, aber die Tastatur hat wohl nicht reagiert, irgendwas war da los. So verklebt, da hängt überall Naschis zwischen. Was? Nee, ich denke nicht. Irgendwie funktioniert diese Maschine. Ja. Oder hast du es jetzt rausgeschnitten, weil die Baumwollmaschine nicht funktioniert? Sie hat sich mir eine Seemaschine geholt und hat gehofft, dass es Baumwolle funktioniert. Ich habe eine Seemaschine. Ihr habt es bei mir ja gesehen, aber... Ja. Oder gehört. Was funktioniert? Ich kann hier irgendwie die Seemaschine nicht. Dingsen, das ist auch immer blöd, wenn man nicht dingsen kann. Mistig, ne? Das ist auch immer scheiße. Aber praktisch, wenn man dingsen kann. Erstmal kann ich das Gerät hier nicht wechseln. Mit G. Und dann kann ich auch nicht hier das Saatgut auffüllen. Na. Hast du sie schon geöffnet? Ja. Man sieht es sogar. Guck da. La leer. Normalerweise geht das mit R. Der tut sich aber nichts. Ja, jetzt bleibt diese Maschine da hinten stehen, aber dann haben wir zumindest schon mal zwei Vorgewände fertig. Und das Feld ist fertig gepflückt. Ich weiß gar nicht, ob gleich drauf geachtet, gekalkt werden musste. Das noch nicht, meine ich. Aber das ist doch hier Saatgut. Nee, das ist ja Dünger. Guten Morgen. Ja, vielleicht sollte ich die auch alles richtig gut. Das ist good morning in the morning. Aber really? Gott. Das war peinlich. Das war richtig peinlich. Können wir das bitte rausschneiden? Mhm. Und das ist bestimmt jetzt so gewesen, so von wegen. Ihr alle habt es gesehen. Mhm, mindestens. So, lass uns mal schnell checken. Die Düngermission müssen wir gleich angehen und der muss einmal gerettet werden. Reichen uns zwei Vorgewände hier? Eigentlich schon, ne? Der Grund ist ja, weil
hoffentlich noch keine hier Saatgut oder hier gar kein Saatgut-Silo habe, weil ich das ja bis dato noch gar nicht gebraucht habe. Ja. Jetzt brauchst du es? Ja, ich habe ja immer nur Gras angesät, somit. Jetzt machst du was anderes? Ja, das ist für die Mission. So. Du hast ohne Fahrzeuge genommen. Ja. Aber das macht ja natürlich nur Sinn, wenn man das, was man ansehen möchte, das auch die Seemaschine kann. Das macht halt dann Sinn. Aber ich habe noch eine weitere Mission mit Baumwolle. Da funktioniert es nicht. Ich glaube, beim Pet wird es heute eine extra lange Folge, damit ich jetzt mit den Minuten zurechtkriege. Ja, mach schon mal. Ich muss erstmal Dünger auffüllen und muss mal gucken, wo eine Düngermission ist. Vielleicht kannst du nochmal erzählen, dass du deine ganze Kohle schon verbraten hast. Habe ich. Sehen die Leute ja. Düngen 39. 39 ist ganz. Da unten. Beim Strohkraftwerk. Nice. Naja. Bringt damit ein bisschen Geld. Hier schon mal runter. Der Baumwolle ist echt total blöd. Machen wir mal eine kleine Spazierfahrt in Innenansicht bis zum anderen Ende der Karte. Oh, schön. In Richtung Strohkraftwerk, da soll ich jetzt eine Düngermission starten. Ja, man guckt ja auch erstmal, wo das ist. 39? Ja, aber lohnt ja. War ja sonst nichts Großes. Und ein bisschen Mission. Brauche ich für Geld. Und du bist ja hier chronisch pleite eigentlich. Ja, ich gebe aber immer viel aus. Und freu dich, bald kommen wir wieder, das ist 18 Uhr, bald sind wir wieder im Spulmodus. Vielleicht schon morgen zur Sonntags, na wohl nicht ganz vielleicht. Kann sein, dass wir es jetzt Dienstag, denn dass du dann siehst, wie viel Kohle du wieder verdienst. Ja. Das ist auch nur fair, ich habe hier so eine richtig... Nee, das hier... Der Starterbonus, den du hattest, ist weg. Wieso? Hä? Nein, oh nein! Was machst du denn jetzt? Eigentlich so. Ich hab hier einmal Zuckerrüben. Das ist Hafer. Ich hab hier einmal Zuckerrüben und einmal Baumwolle. Ah. Ich hab natürlich beides nicht in dieser Seemaschine drin. Läuft ja richtig bei ihr heute. Mal ein bisschen Mitleid bei Shelly in den Kommentaren gerne dalassen. Ist heute ein bisschen ungeschickt, um es freundlich auszudrücken. Das ist doch richtig Mist. Kann ich mal hier direkt abbrechen? Brauche ich nicht. Ja. Sorry. Was ist ja eigentlich mit dem örtlichen Förster in Südhermann los? Wenn wir noch keinen Auftrag, die ganzen Bäume wollten wir noch irgendwann mal zusammen fällen und den Ertrag teilen. Du, dass das eine gute Idee ist? Weißt du. So, Sojabohnen, das kann ich machen. Ich muss jetzt auch sowas machen. Mais. So, da vorne haben wir Feld 39. Mais kann ich auch nicht. Das ist ja auch schon ein bisschen weiterer Weg hier. Und jetzt genau... Das ist auch ein ganz anderes Ende. Das... Alter, jetzt bin ich hier an der Brücke festgebackt. Die letzten Meter vor da. Das muss ich jetzt zurücksetzen? Ne, von mir raus. Ich muss jetzt zu Feld 38. Hoffentlich nicht so weit weg. Ja, gut. Dann setzen wir nochmal den Helfer ein, aber wir kommen auch zum Ende der heutigen Folge, Leute. Besser ist, oder? Ja. Wo du noch mehr komischen Blödsinn. Wo du noch mehr Blödsinn veranstaltest. Aber das ist echt. Läuft. Läuft, läuft. Nicht so gut, ne? So gut, genau. Hoppt es.
Ja, ist doch lassen. Doch, ist aktiv. Ich wollte gerade sagen, habe ich die Mission noch gar nicht angenommen? Doch, habe ich. Er ist ja noch. Fange schön an zu düngen, habe gar nicht so viel Dünger mit. Ich schaffe die Mission nachher nicht oder sowas. Das wäre ärgerlich. Guten Morgen. Guten Abend, würde ich sagen. Wir nehmen schon seit. Sind wir schon im Spurmodus? 18 Uhr? Spurmodus? Nee, seit 20 Uhr. Seit wann denn 18 Uhr? Ach. Für die Matchmap hatte ich einen lustigen Vorschlag bei mir in den Kommentaren, den wir nochmal. Ich jetzt hier nochmal zum Besten gebe, damit jemand mit dran denkt. Das mit dem Würfeln? Ja, genau. Mit Zufall, damit Holger das nicht alles vorausberechnen kann. Ja, Hammerwitz, das habe ich gelesen. Und nicht alles vorausspielen kann. Richtig gecheckt habe ich es nicht, aber ich habe es gelesen. Wieso? Man nimmt ein. Halt ups. Würfelgeschichte, das finde ich schon witzig. Ja, du nimmst erstmal, nimmst du. Was weiß ich. Na, ja, aber gut, das muss ja. Zwei. Ja, du musst ja trotzdem, wenn es hell ist. Also man sagt, ich sag mal, Startzeit 6 Uhr morgens. Da wird es ja langsam hell. Dann würfelt man mit einem Würfel. Und würfelt, keine Ahnung, 3. Dann rechnest du die 6 Uhr plus 3, also 9 Uhr. Dann spulst du sozusagen, oder macht man mal 5 ab 9 Uhr. Und dann würfelst du nochmal mit 3 Würfeln oder so. Würfelst vielleicht eine 15 und dann machst du halt die Zeit von... die dann schneller läuft oder die mal 1 läuft. Sozusagen dieser Zeitraum dann irgendwie. Ja, das war richtig kompliziert. Ich hab gar nichts verstanden. Das war klar, du musst hochkonzentriert, damit du da überhaupt zurechtkommst. Was? Das war eigentlich ganz einfach zu verstehen. Man hat eben eine Startzeit, die man erwürfelt und eine Endzeit, die man erwürfelt. Und in dieser Zeitebene, der Zwischenraum wird dann halt festgemacht, dass das die Zeit ist, die mal 1 läuft. Und alles andere wird gespult oder andersrum oder was auch immer. Ja. Weil so ist es nicht berechenbar. Spult man 3 Stunden am Tag oder spult man mal 7 Stunden am Tag? Ja, und halt für alle gleich. Ne? Das ist halt immer das Ding. Von wegen soll für alle gleich sein. Das ist immer das. Das ist immer eigentlich das Wichtigste. Vor allem, das ist auch, glaube ich, grundsätzlich das Wichtigste an so einem Match-Projekt. Dass es irgendwie für, dass es keinen gibt, der irgendwie in irgendeiner Art und Weise benachteiligt wird oder bevorteilt wird. Das ist halt echt immer wichtig. Ja, das Ganze musst du dann trotzdem auch wieder irgendwie live mit irgendwie mit so einem Zufallsgenerator auslosen, weil sonst kann jeder sich die Würfel so hinlegen, wie er gerne möchte. Aber gut, liebe Leute, das können wir beim nächsten Mal. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ich danke fürs Zuschauen. Wir machen dann natürlich morgen am Sonntag hier schon weiter. Bis dann. Danke. Und tschüss. Ja, schaut auf jeden Fall den Anfang der Folge bei. Und ansonsten sehen wir uns morgen. Macht's gut und tschüss.